Einen schönen guten Abend. Wir freuen uns, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Hier ist unser Nachrichtenüberblick an diesem Mittwoch. Trauer um Schlagerlegende Karel Gott, die goldene Stimme aus Prag. Er verzauberte Generationen von Fans. Ausstieg mit oder ohne Deal. Boris Johnson macht EU ein letztes Brexit-Angebot. Und Alarmstufe Rot. Am Mont Blanc droht auf italienischer Seite massiver Gletscherabbruch. Wir beginnen mit einer traurigen Nachricht. Erst vor kurzem hatte er seine Leukämieerkrankung öffentlich gemacht. Nun ist Karel Gott im Alter von 80 Jahren gestorben. Dank der Biene Maja ist er bis heute auch jüngeren Menschen ein Begriff. Den Sänger und Künstler hat das immer ein bisschen enttäuscht, denn es waren ja so viele Songs, oder besser gesagt Schlager, die den Mann aus Prag auch in Deutschland, in West und Ost bekannt machten. In seiner Heimat Tschechien wurde Karel Gott noch zu Lebzeiten zum Star des Jahrhunderts gekürt. Ein Nachruf, zusammengestellt von Julian Schick. Er war bekannt als die goldene Stimme aus Prag und wurde auch in Deutschland mit Hits wie Weißt du wohin, Lady Karneval und Für immer jung berühmt. Eines seiner bekanntesten Lieder ist die Titelmelodie zur Zeichentrickserie Biene Maja. Jetzt ist der tschechische Schlagersänger Karel Gott gestorben. Laut seiner Frau Ivana starb der 80-Jährige, der an Leukämie litt, am Dienstag im Kreise seiner Familie. Karel Gott, 1939 in Pilsen geboren, stand fast 6 Jahrzehnte lang auf der Bühne und verkaufte schätzungsweise mehr als 50 Millionen Tonträger. Bereits im Alter von 18 Jahren sang er in Prager Tanzcafés. 1968 wurde er mit seinem Auftritt beim Grand Prix d'Eurovision in London auch im Westen bekannt. Der tschechische Präsident Miloš Zeman nannte den Tod des Sängers eine traurige Nachricht für das ganze Land. Regierungschef Andrej Babiš kündigte ein Staatsbegräbnis im Prager Veitsdom und einen nationalen Trauertag an. Wir werden mit unseren EU-Freunden an einem Deal arbeiten. Aber was auch immer geschieht, wir müssen Ende Oktober austreten. Das versprach der britische Premier Boris Johnson an diesem Mittwoch seinen Parteifreunden in Manchester. Von einem letzten Brexit-Angebot an Brüssel ist die Rede. Es klingt eher wie ein Ultimatum. Caroline Küther hat die Einzelheiten. Rund 4 Wochen vor dem Brexit-Datum erhöht Boris Johnson den Druck auf Brüssel. Entweder die EU akzeptiere seine neuen Vorschläge für das Austrittsabkommen oder Großbritannien wähle den ungeregelten Austritt, so der britische Premier auf dem Tory-Parteitag in Manchester. Eine weitere Verzögerung sei sinnlos. London müsse eine neue, positive Partnerschaft mit der EU aufbauen, denn so Johnson... Dies ist kein antieuropäisches Land. Wir sind Europäer, wir lieben Europa, ich sowieso, ich liebe es. Johnson kündigt seit Wochen neue Vorschläge zur Umgehung der bisher vorgesehenen Backstop-Regelung an, die eine harte Grenze auf der irischen Insel verhindern soll. Jetzt soll es soweit sein. Heute werden wir in Brüssel Vorschläge auf den Tisch legen, die meiner Meinung nach konstruktiv und vernünftig sind und für beide Seiten einen Kompromiss bieten. Wir werden unter keinen Umständen Kontrollen an oder nahe der Grenze in Nordirland haben. Wir werden den Friedensprozess und das Karfreitagsabkommen respektieren. We will respect the peace process and the Good Friday Agreement. Laut Berichten des Telegraph schlägt Johnson vor, dass Nordirland bis 2025 im EU-Binnenmarkt verbleibt. Das Parlament in Belfast soll nach und nach bestimmen, wie die zukünftige Beziehung zur EU aussehen soll. Gleichzeitig werden wir dem gesamten Vereinigten Königreich den Austritt aus der EU ermöglichen, bei dem es seine eigene Handelspolitik von Anfang an bestimmen kann. Kontrollen sollen demnach nicht direkt an der Grenze stattfinden. Zudem sollen technische Lösungen für Kontrollen gefunden werden. Ich hoffe sehr, dass Brüssel das verstehe und ebenfalls Kompromisse mache, so Johnson. Es gibt keinen Zweifel daran, was die Alternative ist. Sie heißt No Deal. Das wollen wir nicht und das streben wir auch nicht an, aber lasst euch gesagt sein, Freunde, es ist eine Möglichkeit, auf die wir vorbereitet sind.
Laut EU-Kommission wollen Präsident Jean-Claude Juncker und Johnson die Vorschläge am Telefon besprechen. Die EU schloss bisher jede Rückkehr zu Grenzkontrollen kategorisch aus. Dem Brexit-Hardliner Boris Johnson ist vor allem der Backstop ein Dorn im Auge, die Garantie gegen innerirische Grenzkontrollen. Die Regelung sieht vor, dass das Vereinigte Königreich so lange in der Zollunion bleibt, bis ein neues Handelsabkommen gefunden ist. Johnson will nun durch eine Alternative die Unabhängigkeit der Briten von der EU nach dem Austritt garantieren. Der Vorschlag, den die Regierung jetzt vorgelegt hat, heißt 2 Grenzen, 4 Jahre. Er sieht vor, dass Nordirland im Gegensatz zu Großbritannien bis 2025 im EU-Binnenmarkt bleibt. Die Grenze für die Kontrolle von Gütern würde dann in der See liegen. Die Zollunion würde Nordirland wie die übrigen Teile des Vereinigten Königreichs zum Ende der Übergangsphase, also am 1. Januar 2021, verlassen. Damit müsste es auch Kontrollen auf der irischen Insel geben. Diese sollen aber dezentral und nicht an der eigentlichen Grenze und in den meisten Fällen elektronisch erfolgen, um eine harte Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland zu vermeiden. Zudem schlägt London vor, dass das Parlament in Belfast die Regelung alle 4 Jahre überprüfen kann. Daher der Name 2 Grenzen, 4 Jahre. Die 27 übrigen Staats- und Regierungschefs werden die Vorschläge voraussichtlich bis zum EU-Gipfel am 17. Oktober prüfen. Sollte bis zum 19. Oktober kein Austrittsabkommen ratifiziert sein, muss Johnson den Brexit am 31. Oktober eigentlich verschieben, was er bisher kategorisch ausschließt. Mit dem Herbst kommt die Wirtschaftsprognose der führenden deutschen Konjunkturforscher und die sorgt nicht gerade für gute Laune. Cornelia Trefflich erklärt warum. Führende deutsche Wirtschaftsforschungsinstitute senken ihre Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft. Für das laufende Jahr erwarten sie ein Wachstum von 0,5% des Bruttoinlandsprodukts. Für 2020 prognostizieren sie einen Zuwachs von 1,1%. Auch die Bundesregierung rechnet in diesem Jahr nur noch mit einem Plus von 0,5%. Mir ist wichtig, dass die Aussichten einerseits gedämpft sind. Das ist bedauerlich, aber es ist eine Tatsache. Aufgrund der Auswirkungen von internationalen Handelskonflikten und auch der ungelösten Frage des Brexit. Andererseits ist aber auch richtig, dass wir aktuell keine Konjunkturkrise haben und auch keine Konjunkturkrise droht. Vor diesem Hintergrund stellten die Wirtschaftsforscher auch die Einhaltung der schwarzen Null in Frage. Gerade bei einer Konjunkturschwäche müsse der öffentliche Haushalt atmen können. In ihrem Frühjahrsgutachten hatten sich die Wirtschaftsforschungsinstitute noch etwas optimistischer gezeigt. Damals waren für 2019 ein BIP-Wachstum von 0,8% prognostiziert worden. Für 2020 hatten die Forscher mit einem Plus von 1,8% gerechnet. 1998 wurde auf einer Parzelle in einer Ortschaft im Osten Bosniens eine serbisch-orthodoxe Kirche errichtet. Das Grundstück gehörte einer muslimischen Familie, die ohne ihr Wissen enteignet wurde. Die hat nun erfolgreich dagegen geklagt. Cornelia Trefflich. Sie hat lange auf eine Entscheidung gewartet. Nun hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Vater Orlovic Recht gegeben und angeordnet, dass eine serbisch-orthodoxe Kirche, die auf ihrem Grundstück erbaut wurde, abgerissen werden muss. Seit der Rückkehr in ihre Heimat im östlichen Bosnien begann Orlovic zusammen mit 13 Angehörigen gegen das aus ihrer Sicht unrechtmäßig erbaute Gotteshaus zu kämpfen. Jetzt werde ich warten und sehen, was passiert. Ja, mir wurde Unrecht angetan und das hat mein Leben 20 Jahre lang ruiniert. Die Serben kamen während des Fastenbrechens und schlugen mich und ich musste eine Geldstrafe bezahlen. Kurz gesagt, es war kein Vergnügen, aber ich habe es alles überlebt. Die serbisch-orthodoxe Kirche wurde errichtet, nachdem Orlovic und zahlreiche andere Menschen aus ihrem Dorf rund 20 Kilometer von Srebrenica entfernt vertrieben wurden. Ihr Ehemann und mehr als 20 Familienmitglieder wurden 1995 im Massaker von Srebrenica von der bosnisch-serbischen Armee getötet. Mit seiner Entscheidung vom Dienstag gab das Gericht der Familie Recht und forderte bosnische Behörden auf, die Kirche innerhalb von 3 Monaten von dem Grundstück zu entfernen. Zusätzlich muss Bosnien der Familie eine Gesamtsumme von 31.000 Euro Schadensersatz zahlen.
Erst vor wenigen Tagen warnte Pietro Giglio, einer der erfahrensten italienischen Bergführer, vor den gravierenden Veränderungen am Mont Blanc durch den Klimawandel. Er erkenne den Berg nicht wieder, sagte der 76-Jährige in einem Zeitungsinterview. Erschreckende Einblicke gibt auch der folgende Bericht der Euronews-Reporterin Giorgia Orlandi. Sie hat sich auf der italienischen Seite des Gipfels umgeschaut. Für Wissenschaftler ist es die alles entscheidende Frage. Wann werden die 250.000 Kubikmeter Eis auf dem Plompinceux-Gletscher des Mont Blanc abbrechen? Es würde nur 80 Sekunden dauern, bis die 100 olympischen Schwimmbadladungen Eis ins Tal rauschen. Die Behörden erklären, der nahegelegene Ort Courmayeur sei nicht in Gefahr. Er liege nicht im direkten Schatten des Gletschers. Nach neuesten Daten bewegt sich der Gletscher mit 50 bis 60 Zentimetern pro Tag. Der Wissenschaftler Daniele Giordano beobachtet die Lage am Gletscher seit Jahren. Aus dem Hubschrauber erklärt er für Euronews, was am höchsten Berg der Alpen passiert. Wir fliegen über den Plompinceux-Gletscher. Von hier aus können wir eine Spalte und einen tiefen Riss sehen. Und deshalb rutscht ein riesiger Eisblock viel schneller als normal den Berg hinunter. Auch mit Hilfe von höheren Temperaturen. Die Steigung hier ist sehr steil und der Block nähert sich dem Rande der Felswand. Europas höchster Berg mit seinem legendären Eisgipfel schmilzt vor unseren Augen, bedroht vom Klimawandel. Wir sind jetzt direkt vor dem letzten Teil des Plompinceux-Gletschers. Vor uns liegt das instabilste Gebiet, das wir genau beobachten, um seine Entwicklung zu verfolgen. Forscher Giordano und sein Team haben dieses solarbetriebene Überwachungslabor erstellt. Es sammelt täglich Tausende von Fotos. Die Station hat ein Fotoüberwachungssystem, das einen klaren Himmel und einige Tage Zeit benötigt, um vergleichende Bilder zu bekommen. Ein Radar wurde auch unten im Tal installiert. Die Kombination der beiden Systeme zeigt den Forschern, wie sich dieser Gletscher verändert und was der Klimawandel damit zu tun haben könnte. Wir haben diese Lage gewählt, weil es die beste Position ist, um eine Folge von Bildern aufzunehmen und um die Verschiebung, insbesondere die vertikale Verschiebung des Gletschers, zu messen. Der Temperaturanstieg, gerade im Sommer, hat einen deutlichen Einfluss auf diesen gemäßigten Gletscher. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen der hohen Temperatur, dem Abschmelzen des Eises, der Wassermenge im Gletscher und der Gletscheraktivität. The high melting, the amount of water inside the glacier and the glacier activity. Bei kälteren Temperaturen besteht die Möglichkeit, dass der Gletscher nicht weiter abrutscht. Aber die langfristige Prognose für die Welt ist warm. Das heißt, die Zukunft dieses Gletschers und die vieler anderer in den Alpen ist alles andere als sicher. Soweit unser Nachrichtenüberblick an diesem Mittwoch. Weitere Informationen finden Sie wie immer auf unserer Webseite und in den sozialen Netzwerken. Vielen Dank für Ihr Interesse und einen schönen Abend. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder.